Herzlich willkommen zu einem Video von kreativekirche.de. Vielleicht kennt ihr alle das Eaton, das ETR469A. Das ist also das Standard-Multifunktionsrelais, aber zwei Dinge gibt es, die mir an ihm nicht gefallen. Das eine ist, ich kriege es leider nicht in den Unterverteiler. Weder von der Breite noch von der Höhe her passt es einfach nicht rein. Für einen Schaltschrank super, aber für einen Unterverteiler leider nicht geeignet. Und das zweite ist, zumindest geht es mir so, ich muss doch jedes Mal eine Viertelstunde nachlesen, bis ich weiß, wie ich die Zeit mit Range und Time einzustellen habe. Und das Eaton ETA hat natürlich auch einen stolzen Preis. Deshalb möchte ich euch heute kurz das Relpool MTW 17SL vorstellen. Ein klassisches Multifunktionsrelais, das ebenso die typischen Anwendungen hat. Einschaltverzögert, Ausschaltverzögert, blinkend. Und das Ganze natürlich auch noch mit einem B-Kontakt, dass man es eben über einen externen Kontakt schalten kann und das Relais Dauerspannung hat. Was mir bei dem MTW sehr gut gefällt, ist eben, dass ich es in einen Unterverteiler einbauen kann und dass ich über diese beiden Tasten die Funktionen bzw. die Zeiten dann sehr leicht einstellen kann. Ich muss lediglich die FT-Taste lange drücken, bis F0 erscheint. Dann kann ich mit der F-Taste meine Funktion auswählen. Bestätige mit OK, jetzt nehme ich mal einen Schraubenzieher, dass man es besser sieht. Jetzt blinkt die vordere Stelle, das sieht man jetzt schlecht. Dann kann ich mit OK die zweite Stelle anwählen und man sieht, ich stelle gerade die Stunden ein. Jetzt stelle ich die Minuten ein, also die Zehner und jetzt die Einser. Jetzt stelle ich die Sekunden ein, die Zehner und die Einser. Einstellen kann ich es mit FT. Ich mache jetzt hier einfach mal 4 Sekunden, drücke nochmal OK und drücke nochmal OK. Und damit ist erledigt. Habe ich ein Programm geändert, dann muss ich einmal kurz über Spannung ausgehen und über Spannung ein. Dann ist das Programm gespeichert, wenn ich jetzt mal drücke. Also einschalt verzögert mit 4 Sekunden. Ich muss also 4 Sekunden warten und dann schaltet das Relais um. Im Betrieb kann ich jederzeit abfragen, indem ich lange die OK-Taste drücke, dann erscheinen die Funktion und die eingestellte Zeit, eben hier diese 4 Sekunden. Wenn ich die FT-Taste drücke, habe ich zusätzlich zwei weitere Funktionen. F0 wäre Relais dauerhaft aus und F1 wäre das Relais dauerhaft an. Und so kann ich jetzt eben die einzelnen Funktionen durchwählen, die ich eben möchte, dann mit OK bestätigen. Und dann jeweils eben die Zehner und die Einerzeit einstellen. Das Relais gibt jeweils dann die Zeit vor, die ich hier haben möchte. Dann geht es automatisch eben bis 50, weil es natürlich ja Sekunden sind. Und dann kann ich die zweite Zeit einstellen. Bestätigen, bestätigen. Dann wie gesagt einen kurzen Spannungsreset. Das dient natürlich der Sicherheit. Denn es kann ja durchaus sein, dass ich da einen Blinkkontakt oder so gewählt habe und dann irgendeine Anlage kaputt macht. Deswegen im Grunde immer das Ein- und Ausschalten, damit klar ist, jetzt habe ich das übernommen. Und dann habe ich jetzt eben eine klassische Ausschaltverzögerung mit der eingestellten Zeit, die ich eben über B ganz leicht abfragen kann. F5 und 5 Sekunden eben eingestellt. Was soll ich sagen? Also im Gegensatz zum ETA 69 ist das natürlich schon mal der halbe Preis. Die kompaktere Bauform und natürlich finde ich wesentlich leichter einzustellen über die zwei Tasten hier als über diese Range und Time.